So, wir gucken uns jetzt von KuchenTV an. Der Hype-App-Flop von Trimax, Sascha und Revi. Also darüber redet auch gar keiner mehr. Freunde der Beichten, vor 3 Monaten kam die heftigste App, die YouTuber jemals erstellt haben. Und zwar die Hyped-App von Trimax, Sascha und Revi. Und der Release war, naja, nicht ganz so gut. Dankeschön. Nach der Veröffentlichung konnten sich viele Leute nicht anmelden. Dazu haben extrem viele Leute Fake-Beichten geschrieben, einfach nur um schnell ein Level abzubekommen. Genauso wurde einfach als Hyped abgestimmt, weil man da am meisten Punkte bekommen hat. Nachdem Sascha aber kurz nach Release in einer Instagram-Story das hier versprochen hat. Wir werden da, ich glaube, monatlich noch Sachen hinzufügen. Sachen, die ihr euch auch wünscht, aber... Können wir nun 3 Monate später einfach mal schauen, ob sie an der App tatsächlich einiges verbessert haben oder ob sie noch genauso undurchdacht ist wie vor 3 Monaten. Und ich kann es euch eigentlich auch direkt sagen... Boah, Alter! Noah zockt LV! Dankeschön! Vielen Dank für deine 5 verschenkten Subs! In den letzten 3 Monaten ist in der App eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Denn in dieser Zeit gab es insgesamt gerade mal 3 Updates. Ein Update kam kurz nach Release, wo die gröbsten Fehler behoben worden sind. Dann gab es kurze Zeit später noch ein Update, wo der Dark Mode hinzugefügt wurde und unter anderem auch diverse Punkte umgesetzt wurden, die die kommenden Änderungen vorbereiten. Und im letzten Update wurde hinzugefügt, dass man jetzt nicht mehr nur Beichten posten darf, sondern auch Witze und lustige Story. Na, das ist doch mal eine geile Änderung. Das hat bestimmt super viel Programmierarbeit gekostet. Wie gesagt, kam das letzte Update in der App halt vor 2 Monaten. Und für mich stellt sich immer noch die Frage, welche Änderungen wurden denn vorbereitet, wenn die jetzt 2 Monate später immer noch nicht da sind? Ja, aber ich weiß nicht, ob man denen das wirklich vorwerfen kann, weil eigentlich muss man ja dafür auch nicht zahlen. So, ich kann es hier öffnen und ihr seht das auch, ich lüge euch nicht an. Wo sieht man denn? Habe ich das? Achso, ich hab's. Okay, ich hab's nicht mehr. Oder? Nee, ich hab das nicht mehr abonniert. Nee, habe ich dann weggemacht. Egal. Ich bin Level 4. Ja, ich fand's echt schade. So, ich war am Anfang, ich war ja richtig am Anfang gleich bei der Hyped-App mit dabei, weil ich dachte, daraus entsteht was richtig Krasses. Aber irgendwie haben die das wirklich einfach... Ich weiß nicht, was der Hintergrund davon war, was sie sich dadurch, was sie sich dadurch erhofft haben, aber da ist ja nichts passiert irgendwie. Seitdem hat sich in der App halt wirklich gar nichts mehr getan. Trimax hat sich damit auch so ein bisschen widersprochen, denn in der Reaction auf Monte, der auf mein Cake News reacted hat, hat er nämlich Folgendes gesagt. Zusätzlich muss der komplette Support und das Entwicklerteam, was rund um die Uhr dran arbeitet, bezahlt werden. Also angeblich arbeiten Leute 24/7 an der App, aber trotzdem kamen die letzten 2 Monate überhaupt kein Update mehr. Also entweder sie arbeiten gerade an dem heftigsten Update, was jemals eine App bekommen hat, oder Trimax hat da ein bisschen geflunkert. Oder natürlich, die Leute machen ihren Job einfach nicht richtig. Dazu hatten sie ja bei Release auch versprochen, dass die Inhalte in dieser App immer mal wieder in deren Videos Benutzung finden. Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Videos, aber zum Beispiel bei Unsympathisch TV habe ich nicht ein Video gefunden, wo er tatsächlich Beichten, Anmachsprüche oder Stories von... Oder es war einfach nur ein überkrankes Placement gewesen und irgendwelche krassen Investoren haben denen extrem viel Geld dafür geboten. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Dass sie extrem viel Geld dafür bekommen haben und dann so getan haben, als ob die App jetzt... Ich weiß nicht, kann man irgendwo in den RGBs oder irgendwo in den Impressum oder sowas sehen, dass das wirklich denen gehört? Absolut, Bobby, dankeschön. Aber das ist schon sehr unangenehm, muss ich sagen. Alter Noah, dankeschön. Grüße geht raus, vielen Dank für die Unterstützung. Na, es ist ja kein Scam. Also man muss ja nichts für die App bezahlen, das ist ja eine Free-to-Play-App. So, weißt du, du kannst sie einfach benutzen. Deswegen, so wenn wir jetzt hier von der App reden würden, wofür jeder 10 Euro gezahlt hat, das wäre was anderes, aber es ist ja eine kostenlose App, weißt du? Keine Ahnung. Von dieser App benutzt hat. Bei Revi und Trimax habe ich ein bisschen weniger gesehen. Die haben ja auch irgendwie, glaube ich, deutlich mehr Kanäle. Aber auch da ist mir jetzt kein Video ins Auge gefallen, wo sie irgendwelche Inhalte der Hyped-App benutzt haben. Heutzutage ist die App auch einfach komplett tot und wird eigentlich so gut wie gar nicht mehr benutzt. Ich habe mir selber heute Morgen einfach mal einen Account gemacht und eine Beichte geschrieben. Das Ganze war so gegen 9 Uhr, jetzt um knapp 14 Uhr, also 5 Stunden später, gibt es halt nicht eine einzige Person, die meine Beichte bewertet hat. Wow, das ist ja die aktivste App, die ich jemals gesehen habe. Dazu sind halt fast alle Beichten einfach nur übelst peinlich und unangenehm. Und die Community sieht das anscheinend genauso, denn wie ihr hier sehen könnt, werden 80% der Beichten am meisten mit Trash bewertet. Ich meine, da wird halt sowas hier gepostet. Tagebucheintrag Tag 2. Ich bin gerade in einem Stahlwerk und versuche Informationen zu sammeln. Diese übertrage ich an den russischen Geheimdienst. Als Belohnung bekomme ich meine linken Hoden zurück. Comedy. Oder auch sowas hier. Ja, KuchenTV, naja. KuchenTV, andere mit Humor kritisieren schwierig. Ich beichte, dass ich viel Geld besitze und davon meine Raumstation auf dem Mond bezahle, von wo aus ich die Welt beherrsche. Ha, lol, das ist ja der echte Bill Gates, oder? Was?
Also KurenTV hat auch schon ganz oft Dinge gepostet, wo ich mir dachte, Alter, komm, Digga, das geht ja überhaupt nicht. Das wirkt halt wirklich so, als ob sein Kind schon 25 ist und er mit 40 zu Hause... Junge, mein Wecker klingelt um 14 Uhr. Ich bin der Mann. Nee, aber also KurenTV hat auch manchmal... Also, der macht auch viele Dinge, über die man lacht, aber manchmal hat er auch echt einen komischen Humor. Aber ja, gut, ist ja immer... Das liegt ja immer im Auge des Betrachters so, aber das fand ich halt jetzt lustig so. Warte mal, Elvis. Oh, ich sage Essen, ich sterbe. Das ist doch fake. So. Oh. Junge, so jetzt das war. Das ist doch fake. Erstmal nachgucken, ist das der echte? Ich wollte schon sagen, ja. Habe meine Mom geschwängert. Sorry, guys. Okay. Also, das ist gut, das ist gut. Und zum Schluss. Ich beichte, dass ich der reichste Mann auf der Welt bin. Lustig, das ist bestimmt der Echte, der das gepostet hat. Klar, ich gehöre wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt zur Zielgruppe dieser App, denn durch die YouTuber, die daran gearbeitet haben, ist die Community wahrscheinlich halt etwas jünger. Aber anscheinend finden das ja nicht mal die Leute, die diese App nutzen, lustig, denn wie gesagt, wird halt fast alles da schlecht bewertet. Da kann ich jetzt natürlich schon nachvollziehen, dass diese Beichten halt nie in irgendeinem Video gelandet sind, weil das halt wirklich nur ein großer Haufen Müll ist. Leute versuchen halt irgendwie ironisch witzig zu sein, was halt einfach nur unangenehm ist, oder sie posten halt irgendwelche Standardsachen, die halt auch nicht unterhalten sind. Auch 3 Monate nach Release erschließt sich mir der Sinn dieser App halt immer noch nicht ganz, denn im Endeffekt ist das halt einfach nur eine Wischversion von Jodel. Bei Jodel kann man halt... Alter, ich würde das wirklich... Ey, ich weiß, ich sag's jetzt zum dritten Mal, aber ich würde es wirklich gerne wissen, was dahinter steckt. Weil das geht einfach so und dann interessiert es keinen mehr. Die haben das so übelst gepusht und jetzt ist geil! Ebenfalls anonym alles mögliche posten. Beichten, Anmachsprüche, lustige Stories oder sonst irgendwas. Das Ganze kann man halt ebenfalls positiv oder negativ bewerten. Dankeschön. Dazu gibt es bei Jodel sogar noch eine Kommentarfunktion, wodurch man halt nicht nur diesen einen Post hat, den man halt bewertet, sondern da gibt... Mann, Jodel ist genauso ein Müll, so eine Schrott-Drecks-Plattform, Alter. Hör mal auf, dafür zu reden. Gibt es eine richtige Community-Integration. Dadurch gibt es halt immer mal wieder sehr lange Stories, die zum Beispiel von der Jodel-Facebook-Seite gepostet werden, wo halt teilweise ja auch spannende Geschichten erzählt werden, die eventuell stimmen oder auch nicht. Das weiß man ja halt irgendwie nie. Andere Nutzer können sich hier aber richtig mit einbringen und teilweise... Was stand da gerade? ...oder auch nicht. Ich habe mich von meiner Freundin getrennt, weil sie mich betrogen hat. Nun wurde sie von ihrem Neuen schwanger und es stellt sich heraus, dass sich deren Eltern nicht nur gut kennen, sondern... Hä? Leute? Oh, Junge, Benjamin! Nicht, das weiß man ja halt irgendwie nie. Andere Nutzer können sich hier aber richtig mit einbringen und teilweise auch Tipps geben, wie sich die gepostete Person in gewissen Situationen verhalten soll, wenn es zum Beispiel darum geht, ob der Partner gerade wirklich fremd geht oder man ein anderes Problem hat. Bei Jodel gibt es dazu halt auch kein Level-System, sondern halt nur Karma-Punkte. Und die können theoretisch auch ins Unendliche steigen, aber deine Karma-Punkte siehst, soweit ich weiß, nur du selber. Beste Reaction, Alter, einmal mein Gesicht vor KurenTV. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht wegmachen. Und es gibt jetzt eigentlich auch keine Person, deren Aufgabe es ist, die Karma-Punkte so weit hochzuholen, wie es geht. Weil dir das halt nichts bringt. Und Jodel ist auch eher für Studenten und ältere Personen gemacht. Dadurch ist die Cringe-Rate natürlich deutlich niedriger als bei der Hype-App, wo die meisten wahrscheinlich noch minderjährig sind. Nein, Jodel ist genauso Müll. Also Jodel ist Müll. Ich will ja nicht sagen, dass Hype Müll ist, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Also da ist nichts draus geworden. Ich persönlich finde, dass Trimax und Co. mit dieser App halt absolut verkackt haben. Denn man merkt halt auch so ein bisschen, dass sie sich eigentlich von Anfang an nicht wirklich Mühe damit gegeben haben. Direkt zu Release konnte man sich zum Beispiel für 10.000 Münzen 10 Boosts auf seine Beichten kaufen, damit das da mehr Leute gesehen haben. Diese 10.000 Münzen haben 99 Cent gekostet. Oder du hast dir halt direkt 10 Boostings für deine Beichten gekauft, dann hast du dafür 1,19 Euro bezahlt. Also 20 Cent mehr, als wenn du dir Münzen kaufst und davon das Boosting. Und ich meine, es gab 3 Sachen, die man sich kaufen kann. Also da kann sich so ein Fehler doch eigentlich gar nicht einschleichen. Also das muss doch mal irgendwer überprüft und gecheckt haben, ob die Preise Sinn machen oder nicht. Das Ganze haben sie jetzt zwar gefixt, aber zeigt halt trotzdem, dass sich damit halt nicht wirklich befasst worden ist. Dazu kann man sich halt jetzt noch Hype Pro User kaufen für 1,99 Euro im Monat. Dabei ist dann drin, dass man keine Werbung mehr hat, man bekommt 10 Boostings pro Monat und... Ich habe das aber auch 2 Monate drin gelassen, aber ich glaube, letztens bin ich mal meine Google-Abos durchgegangen, da waren Sachen drin, woran ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, Alter. Weißt du, das ist schrecklich. Dann hast du noch ein Abo für irgendwas. Letztens wurde mir auch ein Abo für mein, wie heißt es? Dieses Avatar-Ding.
dieses VR-Leben. Oh, wie heißt denn VR? VR? Mal, sag mal, ich habe kein Gedächtnis mehr. VR? Der Chat muss jetzt reagieren. Ach komm. Er braucht mir zu lange. VR-Live. VR-Chat. Genau, VR-Chat hieß es. Mein Gott. Ihr habt viel zu lange gebraucht. Und das bedeutet mir, dass wir schon wieder ein riesen Problem haben. Also, dass es hier schon wieder viel zu lange dauert. Benjamin, danke schön für 50 verschenkte Subs. Ja, VR-Live, da wurde mir auch ein Abo abgezogen, obwohl ich seit 2 Monaten nicht mehr drin war. Kotzt mich an. Und man bekommt so ein Abzeichen in seinem Profil. Das Ding ist, dass ich diese App jetzt halt so eine halbe Stunde, Stunde getestet habe. Und ich habe halt nicht ein einziges Mal Werbung bekommen. Also fällt dieser Punkt weg, denn ich habe auch keinen Adblocker oder sowas auf dem Handy installiert. Dann bekommt man ja noch die 10 Boostings im Monat. Die könnte ich mir aber auch einfach für 99 Cent direkt kaufen. Das heißt, nur für dieses Abzeichen, was du nur in deinem Profil hast und was dir auch keine Vorteile bringt, außer dass andere Leute sehen, dass du Geld dafür ausgegeben hast, bekommt man quasi für 1 Euro im Monat. Ohne dass du dadurch weitere Vorteile hast. Also das macht halt so wenig Sinn, sich dieses Pro-Abo da zu holen. Das ist ja fast genauso dumm wie diese I Am Rich App, die mal 999 Euro gekostet hat. Schau mal, ich bin reich! Schön für dich! Aber ich hab dafür 1000 Dollar bezahlt! Das war krass! Ey, darauf musst du erstmal kommen. Du bist einfach irgendein Entwickler, der nicht viel kann, außer so ein bisschen, und damit eine App startet. Und du bringst einfach so eine App raus und hast dich damit dumm und dämlich verdient. Weil irgendwelche Opfer, die viel Geld haben, sich das einfach gekauft haben, weil sie sich gedacht haben, ist mir doch egal. Wie krank ist das? Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich habe schon bei Release nicht wirklich den Sinn dieser App gesehen, da es schon andere Applikationen gegeben hat, die das Ganze deutlich besser umgesetzt haben. Und jetzt, 3 Monate nach Release, ist die App halt gefühlt komplett tot. Trimax Top-Argument in seiner Reaction für diese App war ja, dass man durch das Level-System halt grinden kann und Leute dadurch einen Grund haben, die App immer wieder zu nutzen. Wenn halt der einzige positive Aspekt einer App der ist, dass Leute grinden können und sie da einfach nur genug Zeit reinstecken müssen, um ein Level zu bekommen, was aber überhaupt nichts bringt, dann hat... Es gibt halt auch kein Ranking, kein nichts, weißt du, das war mir auch alles zu unberührbar, so, keine Ahnung, weißt du, das war auch alles zu anonym, so, du hast zwar die Stories gesehen, aber die Profile hatten gar keinen Wert, sie aufzurufen, das war ganz komisch gewesen. So, ich bin ja auch ein Typ, ich suchte in sowas rein. Wenn ich sehe, das macht Sinn, dann suchte ich in sowas rein, weil ich Bock darauf habe, aber die hat einfach nichts in mir ausgelöst, die App. Hat die App keine so rosige Zukunft. Aber man muss sie natürlich zugute halten. Ich glaube, ohne das Level-System hätte sich die App nicht mal eine Woche gehalten. Es kommt mir auch generell so vor, als ob die YouTuber das jetzt halt einfach ignorieren und die App einfach links liegen lassen. Denn wie gesagt, ist ja die letzten 2 Monate nichts gekommen. Und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass einer der YouTuber irgendwie mal wieder über diese App gesprochen hat. Also entweder sie planen halt wirklich gerade ein richtig heftiges Update, was halt irgendwann mal kommen wird, oder sie lassen die App gerade einfach wirklich links liegen und tun einfach so, als hätten sie die nie rausgebracht. Sehr schade natürlich für die Leute, die halt für diese App tatsächlich Geld ausgegeben haben, mit der Hoffnung, dass es da weiterhin Support gibt, dass aktiv Updates kommen, dass diese Beichten in Videos landen und dass es vielleicht später mal mehr Inhalt in dieser App gibt. Denn ja, das war halt einfach nicht der Fall. Ich bin von dem Release und dieser App halt wirklich einfach absolut enttäuscht. Denn für mich kommt es auch so rüber, als wenn man im Nachhinein nicht mal versucht hätte, da noch irgendwas zu retten, sondern die App jetzt halt einfach da liegen lässt, es ist fehlgeschlagen und gut ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung. Ich glaube, das war einfach auch gar keine App von denen gewesen. Vielleicht haben die sie ja. Vielleicht war das einfach nur ein richtig gut bezahltes Placement gewesen. Ich verstehe das nicht, wie man ein Projekt so hypen kann und dann aber auch wirklich nicht mehr darüber redet. Das ist wirklich ein Punkt, mit dem komme ich nicht klar. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.